Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 14 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um die Trolle, die großen Kreaturen von Sagen und Legenden, die ihre Wurzeln tief in den Mythen der Nordgermanen haben. Trolle sind heute natürlich unter anderem ein fester Bestandteil der Fantasy-Literatur. Seit Tolkien sind sie uns hier als große und starke, aber meist nicht besonders schlaue Wesen bekannt. Je nach Version und Autor sind sie Diener des Bösen, gefährliche Monster oder einfach nur große, etwas dümmliche Tollpatsche. Eine wichtige Rolle haben die Trolle zudem ganz besonders auch in den Sagen und Geschichten von Skandinavien. Aus der Literatur des Mittelalters heraus haben sich die Trolle bis heute dort in Geschichten als sagenhafte Unholde gehalten. Sie bilden hier einen wichtigen kulturellen Teil der Sagenwelt. Meistens werden sie als groß und hässlich beschrieben. Die Märchenwelt von Skandinavien kennt allerdings eine Vielzahl von Trollen. Von kleineren bis größeren Trollen, von bösen bis guten, von hässlichen bis menschengleichen haben sich in dänischen, schwedischen, norwegischen und isländischen Sagen seit dem Mittelalter viele verschiedene Arten von Trolle herausgebildet. Am Ende haben aber alle Trolle ihren Ursprung in der Mythologie der Germanen und um eben jene Wurzeln der Trolle soll es in diesem Video gehen. Das Wort Troll bedeutet im Altnordischen so viel wie Unhold, kann aber auch mit Riese oder Zauberwesen übersetzt werden. In der Mythologie waren die Trolle eine Unterart der Riesen. Die Trolle gehörten zu den bösen Riesen, die darüber hinaus auch über Zauberkräfte verfügten. Vor allem für Krankheits- und Schadenszauber machte man Trolle verantwortlich. Ein Troll stellt damit einen gefährlichen Zauberriesen dar und gehört zu den Bewohnern der Außenwelt Utgard. So tauchen Trolle in der Mythologie meist als gefährliche Widersacher auf, die in den Bergen und im hohen Norden, also allgemein an unwirtlichen und gefährlichen Orten hausen. Nicht selten sind die Trolle auch Ungeheuer und Feinde für die Helden der Sagen. Aber eben nicht nur als grobe Monster, sondern auch als schlaue Zauberriesen. Als erster der Trolle gilt Thrudgelmir. Er war einer der ersten Riesen, der aus Ymir zu Beginn der Schöpfung hervorging. Er war das Wesen, das aus Ymirs Füßen hervorkam. Und dieser Troll war ein wirklich schreckliches Wesen, das 6 Köpfe auf einmal hatte. Letztlich wurde Thrudgelmir aber wie fast alle Riesen von Odin und seinen Brüdern während der weiteren Schöpfung der Welt getötet. Ein weiterer wichtiger Ahnherr der Trolle aus dieser Zeit ist auch der Riese Svarthölfdi. Dieser Riese soll der erste der Zauberer gewesen sein, die Seidr praktizieren, was Magie und vor allem schwarze Magie bedeutet. Zu dieser Art der Magie gehören vor allem Schadens- und Krankheitszauber. Mit dieser für die Trolle typischen Magie kann Svarthölfdi wohl als der erste typische Troll der Mythologie gesehen werden. Da der Begriff Troll aber nicht besonders fest definiert ist und oft für böse Riesen im Allgemeinen verwendet wird, ist es schwer zu sagen, welche weiteren der bekannten Riesen als klare Trolle zu nennen wären. Zauberkräftige Riesen gibt es ja so einige. So etwa Utgard-Loki, der ein Gegenspieler von Thor ist und diesen mit mächtigen Illusionen täuscht und bezwingt. Durch diese starke Verbindung zur Magie könnte man auch den Riesen Utgard-Loki als einen Troll sehen. Aber auch Riesen wie Thjassi, der Vater von Skadi, haben gewisse magische Fähigkeiten. So konnte sich zum Beispiel Thjassi in einen großen Adler verwandeln und mit dieser Kraft des Gestaltwandelns könnte man also auch ihn als einen Troll sehen, auch wenn er nicht gerade die typischen Schadenszauber der Trolle wirkt. Ob man einen Riesen wie Thjassi also als einen Troll sehen will, bleibt am Ende wohl Interpretationssache. Auffällig sind aber auch eine ganze Reihe von weiblichen Trollen, die in den Sagen auftauchen. In der Völuspá heißt es, dass es östlich von Midgard einen Wald namens Jarnvider gibt, was Eisenwald bedeutet. Dort lebt eine Gruppe von Trollfrauen, welche als mächtige und böse Zauberer bekannt sind. Vor allem eine jener Trollfrauen kommt eine durchaus bedeutende Rolle in der Mythologie zu. Sie wird Jarnvidja genannt, die aus dem Eisenwald. Und von ihr heißt es, dass sie viele Söhne in Wolfsgestalt hatte und eine ganze Reihe der großen und bösen Wölfe der Mythologie auf diese Trollfrau zurückgehen. Einer jener Wölfe wird Managarm genannt, was Mondhund bedeutet. Er wird auch als Hati bezeichnet und verfolgt den Mond und am Tag von Ragnarök soll er dann auch den Mond einholen und verschlingen. Wobei es wahrscheinlich ist, dass Managarm oder Hati ursprünglich nur andere Namen für Fenrir waren und sich der Mondhund erst später zu einer eigenen Figur entwickelte.
Auf jeden Fall aber bringen die Trollfrauen des Eisenwaldes auf diese Weise nicht nur durch ihre Zauber viel Böses über die Welt und die Menschen. Verwandt mit dem Namen Jarnvidja ist auch der Name Ividja. Dieser Name einer Trollfrau oder Riesin lässt sich mit die im Wald Hausende übersetzen, aber auch als die Boshafte. Dies weist auf die Art der Trolle hin, in Wäldern und Bergen zu hausen und Reisenden zur Gefahr zu werden. Ein späteres Beispiel für ebenso einen Troll erscheint auch in der Sage von Bragi dem Älteren, dem legendären Skalden aus dem 9. Jahrhundert, dessen Geschichte in der Snorri-Edda wiedergegeben wird. Als dieser durch einen dunklen Wald reist, soll ihm dort nämlich eine Trollfrau aufgelauert haben. Ebenfalls häufig als ein Troll interpretiert wird auch Grendel, der Widersacher des legendären Helden Beowulf aus dem gleichnamigen großen angelsächsischen Heldenepos aus dem 10. Jahrhundert. Diese Kreatur hat aber weniger den Charakter eines schlauen, zauberwirkenden Riesen und mehr den eines groben Unholds. Ob man Grendel also wirklich als einen Troll interpretieren kann und sollte, ist eher unklar und umstritten. Klar vertreten sind Trolle damit wohl am Ende nur in der nordischen Mythologie und weniger in der älteren und südlicher lebenden Germanen. Für die Nordgermanen aber gehörten die Trolle auf jeden Fall fest zum Volksglauben. Sie waren eine echte Gefahr in entlegenen Gebieten und mit ihren gefährlichen Zaubern konnten sie Krankheit und Schaden über einen bringen. Damit erfuhren die Trolle auch keinerlei Verehrung und wurden immer als feindlich gesehen. Dadurch wurden die Trolle wohl aber auch im aufkommenden Christentum von Missionaren nicht als Bedrohung für den neuen Glauben gesehen. Dies erlaubte es den Trollen wiederum, auch im Christentum als Teil des Volksglaubens zu verbleiben. Dadurch blieben sie als Figuren von Aberglaube, Sagen und Märchen erhalten und entwickelten sich auch weiter. Gerade den Charakter als gerissene Zauberer aber verloren sie mit der Zeit und wurden eher zu hässlichen Monstern, die als unchristliche Kreaturen am Rande der Zivilisation lebten. Mit ihrem Fortbestehen veränderten sich die Trolle dann im Mittelalter immer weiter und wurden so zu den durchaus zentralen Gestalten der eher moderneren Sagenwelt Skandinaviens, sowie auch zu den ikonischen Kreaturen aus der Fantasy-Literatur. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.